Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ja, heute wollen wir uns mal hierhin begeben zum Oni-Training und aufbrechen. Okay, los geht's. Ich sehe jetzt schon, dass es ein paar Bogenschützen sind. Okay. Mann, das ging ja schon schnell hier. Oh, da ist noch einer. Los. Du musst auch. Moment mal. Hat von hinten gerade jemand auf mich geschossen? Nee, okay. Ich soll mich zum Ziel begeben. Neues Ziel, was gelegt, ohne ob man besiegt. Und tot. Ja, und Tatsache echt am Nachteil. Ich hoffe, ich treffe beide. Jo. Aber trotzdem ist hier zu. Ah, so. Rivali. Will ich nochmal gegen ihn kämpfen oder was? Okay, wollen wir klug anstellen, Rivali. Wieso hat der Bock einen Pfeil ausgerüstet und schießt nur mit normalen Pfeil auf mich zu? Oh, Junge. Achso, es gibt kein Zeitlimit mehr. Okay, das ist gut. Ey, Alter, der durchlöchert mich übelst. Wo ist der überhaupt? Alter Leute, lasst mich doch mal, ihr nervt. Mal euch erst brutal ausschlitzen, damit ihr mich in Ruhe lasst. Oh, wow. Das war gerade ein schöner Bug. Wieso ist ich jetzt doch? War gerade nur Zufall, dass ich den getroffen habe, bitte seine Attacke ausgelöst. Oh, das. Oh. Rivali. Und Schmetterangriff und bam.
Schlimm für dich, Rivale, mein Kleiner. Warum hat meine Konsole gerade keinen Ton? Schloss.
Gab den Piloten der Titanen ihren ersten Befehl, den Ritter zu finden, der das Bannschwert führt. Dafür musste jedoch zuerst der Wald der Kroks befreit werden, in dem eben jenes Schwert ruhte und seine Ergreifung durch den Ritter harrte. Alle vier Piloten begaben sich nunmehr auf den Weg, begleitet von Zelda, die dank ihres Wissens um die Titanen unabdingbar war, sowie von Link, der als ihr Leibwächter nie von der Prinzessin Seite wich. Die
Diese Pflicht hat mir der König von Hyrule selbst auferlegt. Es ist mir eine Ehre, sie gewissenhaft zu erfüllen. Gar kein Problem. Das ist nicht das Problem hier. Doch wieso soll Link der Anführer in der kommenden Schlacht sein? Egal, wer Anführer ist. Wir müssen alle unser Bestes geben. Aber mein Titan ist Mittelpunkt der Strategie, richtig? Also möge das verstehen, wer da will. Tja, wenn er sich als Klotz am Bein erweist, dann wird sich sein Ruf als Beschützer der Prinzessin schon bald in Luft auflösen. Revali, was meinst du, wie lange wir uns dein Murren noch anhören müssen? Ja, ja, schon gut. Es ist sowieso an der Zeit für eine kleine Demonstration. Der Macht des Titanen Vamedo! Come on.